Hallo, heute wollen wir euch mal zeigen, wie wir einen Baum behandeln, bei dem der Schnitt oder die Pflege ein bisschen vernachlässigt wurde bzw. etwas spät erfolgte. Man sieht hier an diesen Trieben, die schon vor das Herz gewachsen sind, dass sie da nicht hingehören. Und damit fangen wir mal an, dass wir die wegnehmen, um das Herz wieder frei zu bekommen, damit es gesehen werden kann. Wie wir schon sonst auch gesagt haben, alle Triebe so ab Bleistiftdicke entfernen wir. Und das ist bei diesem hier auch der Fall. Den nehmen wir raus. Hier ist nochmal ein starker Trieb, der hier auch nach oben geht. Den nehmen wir raus. Und auch dieser Trieb ist eigentlich so stark, dass er weg kann. Die übrigen Triebe sind noch relativ dünn. Die können wir noch lassen, um das Dickenwachstum am Stamm noch ein bisschen zu fördern. Wir kürzen sie aber ein bisschen ein, um das von der Optik her ein bisschen angenehmer zu machen. Auch dieser Trieb, der hier nach oben wächst, den nehmen wir weg, damit er uns nicht vors Herz wächst. Dann haben wir hier noch einen Trieb. Auch der ist zu stark, beziehungsweise wächst auch hier ins Herz rein. Den nehmen wir da weg. So, und so haben wir das Herz wieder frei. Und natürlich nehmen wir alle die Triebe, die hier im Herzen wachsen, wieder weg. Denn da gehören sie nicht hin, denn das Herz soll ja sichtbar sein. Das hier noch wegnehmen, dann haben wir hier unten schon unsere Pflicht getan, dann ist hier schon alles in Ordnung. Dann schauen wir uns mal den oberen Bereich an. Die Pflanze ist sehr schön gewachsen insgesamt, nur wir wollen ja, dass dieser Stamm noch ein bisschen zusammengeht. Bei der Lieferung ist so eine Hohlschnur mitgeliefert worden. Wenn die noch da ist, sollte man die nehmen, um das hier oben jetzt gleich zusammenzubinden. Diese Hohlschnur ist dehnfähig, also so, dass es nicht so schnell einschneidet an den Trieben. Hier ist es jetzt der Fall, dass dieses ein bisschen gerade gemacht werden muss und wir diese beiden Stämme hier etwas mehr zusammenführen. Wenn sie widerspenstig sind, kann man diese Schnur oder diese Hohlschnur auch doppelt nehmen. Und dann hier wieder zusammenbinden. Wir können auch jetzt hier wie bei diesem mal darauf achten, dass das Ganze sich noch mal etwas schlingt, indem wir sie umeinander drehen, dann wieder erneut so ein bisschen zusammenbinden. Damit diese Triebe insgesamt da oben jetzt nicht zu lang werden, dass insgesamt später eine stabile Form hat, würden wir hier hingehen und diesen Trieb insgesamt da oben oder diese beiden Stämme etwas stützen. Indem wir die langen Triebe rausnehmen, hier einen starken Seitentrieb wegnehmen und auch bei diesen langen Trieb hier wiederum wegnehmen und auch diese kleinen Seitentriebe, die sich direkt darunter befinden, entfernen. Dann die jeweils oberen Triebe, wie man das hier sehen kann, da ist es gekappt worden, das ist jetzt der obere Trieb. Bei diesem Trieb hier ist dieser starke Trieb der obere und die binden wir auch wieder zusammen an diesem Stab fest. So haben wir einen schönen durchgängigen Trieb nachher, der dann auch wieder Stamm bilden kann, je nachdem wie groß man nachher die Krone werden lassen möchte. Jetzt hier in diesem Falle haben wir hier noch einen sehr starken Seitentrieb, auch den würden wir kurz einkürzen. Kann auch schon hingehen und diese Triebe hier unten unter Umständen noch mal wegnehmen, wenn man dieses hier ein bisschen höher haben möchte. Ich mache das jetzt mal, dass die da wegkommen. Ja, das war so widerspenstig. So, dann gehen wir natürlich hin hier, damit das Ganze ein bisschen gerade wird. Befestigen wir das hier unten noch mal.
komplett. Auch an diesem Stamm, auch da, wenn es nötig ist, die Schnur ruhig doppelt nehmen. Auch hier sieht das schon sehr gut aus, aber man kann, wie gesagt, auch hier nochmal hingehen und das Ganze nochmal erneut befestigen. Im Großen und Ganzen haben wir es jetzt so, wie wir es haben möchten. Ich kann also auf die Dauer später mal, wie gesagt, das hier unten hochschneiden. Je mehr das da oben wächst und je höher man das hier haben möchte und den Kronenansatz nachher bilden, wo er dann sein sollte. Ob das in 2 Meter ist oder 2,50, wie man es haben möchte. Man kann natürlich auch hingehen und das so lassen und einfach sagen, so, wir machen hier eine Krone. Das ist eigentlich eben selber überlassen. Kann man so machen, wie man möchte.